Die Video Tech Night wird Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel. So, hallo zusammen, heute zu einer neuen Ausgabe unserer Tech Night. Wie ihr schon bemerkt habt, vermutlich sitzt heute nicht der Andreas neben mir, der ist nämlich leider krank zu Hause, an der Stelle gute Besserung, sondern der Roland, unser ja, Testchef sozusagen. Hallo Roland, hallo. Schön, dass du da bist. Und ja, ich würde sagen, wenn wir schon beim Thema TV sind quasi, dann bleiben wir auch gleich da. Und zwar starten wir mit OLED, weil wir nämlich ja, wie letzte Woche schon gehört wurde, OLED ein großes Thema auf der internationalen Funkausstellung auch war. Haben wir viele schöne neue Modelle gesehen. Eben nicht mehr nur vom Vorreiter LG, sondern jetzt auch von Metz und Löwe. Und Philips. Und Philips. Mhm. Und zwei von diesen schönen Modellen, die haben wir nämlich aktuell auch schon im Labor. Und du durftest schon ein bisschen testen. Ja, so gut, dass du jetzt schon alles gesagt hast. Ich muss jetzt überhaupt nichts mehr erzählen. Es ist tatsächlich so, dass direkt nach der IFA wir Prototypen gekriegt haben von Metz und von Löwe. Mhm. Die sind leider noch nicht ganz fertig. Ne? Die für mich ja total wichtige HDR-Funktion, die kommt dann so erst im November dazu. Aber trotzdem durften wir die schon mal im Labor untersuchen auf Herz und Nieren. Und die sind schon bei einigen Sachen richtig gut, muss ich sagen. Ja. Klingt auch schon mal sehr vielversprechend. Mhm. Und zwar, da du sagst HDR, also beim Löwe Bild 7 hatten wir im Test. Genau. Und da soll ja dann auch Dolby Vision an Bord sein. Ja. Also quasi noch die eine zweite HDR-Version. Mhm, genau. Ja, die wird der Metz dann wohl auch bekommen. tatsächlich basieren die auf dem gleichen Chipsatz. Der Chipsatzhersteller ist noch nicht so ganz fertig, aber die Hardware kann das alles. Und die werden auch Dolby Vision fähig sein, beide, ja. Und sehen so gut aus. Das sehen sie wirklich, ja. so viel können wir schon mal verraten. Und ja, vom Preis her, also wir sind ja auch von den bisherigen Modellen schon gewöhnt, dass es ein bisschen hochpreisiger ist bei OLED. Wie liegt man denn da bei Löwe und bei Metz? Ja, aber es ist schon erstaunlich niedrig, weil bei Löwe ist es ja so eine Art Reference. Und von den alten References, wie du sagst, da sind wir schon noch fünfstellige Beträge gewohnt. Ja. Aber tatsächlich sind die beiden Modelle gleich teuer und liegen tatsächlich unter dem, was der teuerste LG kostet. Okay. Das heißt, Made in Germany ist da sogar noch ein Preishammer mit nur 7.000 Euro für die 65 Zoll. Mhm. Ansonsten gibt es noch eine Nummer kleiner, glaube ich, in 55 Zoll. 55, ja. Okay. Oh, da sind wir schon gespannt, was da bei deinen Tests so rauskam. Mhm. Und an dieser Stelle haben wir auch noch zwei Unboxing-Clips für euch. Und zwar eben einmal vom Löwe Bild 7 und auch den passenden Lautsprechern dazu, den Klang 5 Lautsprechern. Und vom Metz Novum nennt er sich, ja? Exakt. Genau. Auf videomagazin.de demnächst. Genau. So viel dazu. Und ja, vielleicht eine Frage wäre noch, was ist denn eigentlich das Besondere, wenn wir jetzt sagen, auch die deutschen Marken bringen jetzt ihre OLED-Modelle auf den Markt. Kann man schon sagen, was ist das Besondere im Vergleich zu LG oder was machen sie anders? Also gibt es da irgendwie eine Tendenz? Oder? Also es gab ja schon immer so ein paar Punkte, die der deutsche Markt für besonders wichtig erachtet und wo die Asiaten ja später drauf gekommen sind. Das war immer die super Top-Verarbeitung. Mhm. Dann war es ein Doppeltuner mit ganz tollen Aufnahmefunktionen und der gute Sound. Und das sind die drei Sachen, da konnten Metz und Löwe tatsächlich nochmal gut zulegen. Okay, schön. Dann umso gespannter wird es sein, in der nächsten Ausgabe gibt es die Testberichte zu lesen. Mhm. Ja, und dann war unser rasender Reporter sozusagen, der Reinhard Otter, war unterwegs bei einem Event vorgestern Abend. Und da schauen wir jetzt mal rein, was er denn schönes Neues zu erzählen hat. Ja, hallo liebe Videoleser. Ich melde mich heute aus München. Ich bin hier bei der Exaring AG, die tatsächlich heute am Freitag ein ganz neues IP-basiertes Fernsehangebot gestartet haben. Es geht um Live-Fernsehen, es geht um Fernsehen ohne die Hardware, wie wir sie bisher kennen. Und ich habe mir von Christoph Bellmer, dem CEO von der Exaring AG, erklären lassen, wie das Ganze funktioniert. IP-basiertes Fernsehen, Live-Fernsehen mit allem drum und dran.
gibt es im Prinzip ja schon. Sie bringen ein neues Angebot auf den Markt. Was machen Sie besser, was machen Sie anders als die anderen? Wir kombinieren erstmalig eine App und den Komfort einer App mit der Vorteil einer Glasfaserinfrastruktur, sodass wir konsequent den Komfort einer App, wie wir es im Internet kennen, kombinieren mit der Bildqualität und der Experience, die man im Wohnzimmer vom Fernsehen erwartet. Sie brauchen zu Hause nichts weiter als Ihren vorhandenen Internetanschluss und Ihr vorhandenes Fernsehgerät und Ihr vorhandenes Smartphone. Auf das Smartphone laden Sie eine App und die App korrespondiert dann in Ihrer Hand mit dem Fernsehgerät in einer Form, wie Sie es vorher noch nicht gesehen haben. Sie nehmen die App in die Hand und steuern damit wie den Rest in Ihrem Leben auch das Fernseherlebnis. Besonders dabei ist insbesondere auch, dass Sie das in verschiedenen Räumen gleichzeitig machen können und dass Sie durch eine Aufnahmefunktion von den fixen Zeiten im Fernsehen komplett losgelöst Fernsehinhalte schauen können. Und sage ich so, das ist das Programm meiner Wahl. Dann mache ich wieder einfach nur den Vibe nach oben und dann läuft Friends. Das ist jetzt. Sie brauchen zu Hause keine Set-Top-Box mehr. Sie brauchen nur Ihren vorhandenen Internetanschluss, Ihr Smartphone und Ihr Fernsehgerät. An das Fernsehgerät schließen Sie einen kleinen Adapter an und dann haben Sie alles, was Sie brauchen, um alles, was ich eben beschrieben habe, nämlich Fernsehen in SD und in HD, zeitversetztes Fernsehen, Aufnahmefunktionen zu steuern und zu genießen. Ja, da geht es quasi um ein neues IPTV-Angebot, was ich jetzt finde auf den ersten Anhieb schon mal ganz spannend klingt. Also man braucht quasi eigentlich nur Handy, eventuell Google Chromecast und den Fernseher dazu. Oder man schaut es eben unterwegs. Ja, das ist schon sehr vielversprechend. Ich war da positiv überrascht. Obwohl wir ja eigentlich gar nicht mal genau wissen, von welchem Hersteller das kommt und wie das Angebot heißt. Weil tatsächlich mit dem Namen, wie wir den aussprechen wollen, wir nicht ganz schlüssig sind. Sind wir uns nicht ganz einig, nein. Wir waren jetzt mal, also der Kollege sagte ja auch schon, Exaring. Ja, da bin ich so als wissenschaftlicher Mensch besonders von angetan, weil Exa ist ja eine Million mal Terra, also das ist schon ziemlich viel. Und wenn das alles verringt ist, vernetzt, dann IPTV kann da ganz gut rüberkommen. Oh ne? Ja, das wär wünschenswert. Und ja, genau. Und wie heißt das Angebot jetzt? Wir waren bei WipeU. Wipe wird vermutlich mit der kleinen Fingerbewegung zu tun haben. Und ob das denn auch so gut funktioniert, haben wir gerade im Labor schon mal ausprobiert mit der App. Und das sehen wir jetzt. Ja, jetzt stehen wir im Labor und haben uns gedacht, wir testen doch den neuen Service gleich mal. Und zwar haben wir uns dafür einfach die passende App runtergeladen. So sieht sie aus. Ist ja soweit kostenlos. Erstmal für die ersten Tage und für die öffentlich-rechtlichen Sender. Genau, und dann sehen wir jetzt hier erstmal eine kleine Programmübersicht. Ganz schön gemacht. Was gerade live abgespielt wird. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann fängt es auch schon an, spielt uns den ZDF-Neo-Kanal ab. Jetzt wird es spannend. Und zwar wollen wir ja verbinden mit unserem TV, der praktischerweise Google Cast schon integriert hat. Also es ist ein Android-TV und wir brauchen sozusagen keinen weiteren Vermittler wie jetzt Google Chrome, sondern es kann eigentlich gleich losgehen. Da schlägt er uns auch schon vor, verbinden mit. Dauert ein kleines bisschen. Hier taucht jetzt auch sozusagen das Symbol auf, dass er wohl verbunden ist. Ja, und dann sehen wir es schon. Er sagt es uns auch nochmal zur Sicherheit. Die Sendung läuft auf unserem Philips TV. Jetzt ist das Spannende. Also im Video wurde schon erklärt, also wenn man einmal quasi wiped, dann kriegen wir den Stream so nicht. Wieder zurück aufs Handy. Klappt ganz gut. Andersrum. Geht auch relativ zügig. Können wir hier vielleicht noch zwischen den verschiedenen Sendern, genau, Arte haben wir dann noch. Wir sehen jetzt hier, das ist auch noch ganz spannend, hier den Arte-Sender, den wir dann auch auf laut stellen können. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Zimmer verlässt oder man möchte sich am Handy vielleicht gerade die Nachrichten anschauen und dabei am Fernseher den Film weiterlaufen lassen, dann klappt es wohl auch soweit problemfrei.
Aufnehmen ist jetzt noch nicht möglich, weil man dann eben upgraden muss auf das Abo, das dann auch was kostet. Und ja, ansonsten sind wir hier noch. Ja. Ich würde sagen, für den ersten kurzen Test ist das schon mal relativ vielversprechend und klappt alles ganz gut auf Anhieb. Ja. Ja, ich bin tatsächlich ja mit dir im Labor gewesen und war sehr erstaunt, dass das Angebot sofort und völlig problemlos funktioniert hat. Ja. Wir hatten ja nicht mal den Chromecast da, die haben ja gesagt, man braucht einen Chromecast dazu. Genau. Wir hatten dann den Google-Fernseher, den Android-TV mit Google Cast, das hat App installiert, gewiped und schon war das voll. Das war eine Sache von 2 Minuten oder wie lange der Clip jetzt gedauert hat. Ja. Das ging wirklich klasse. Das war super. Ansonsten vielleicht, was noch ganz spannend sein könnte für euch, es sind auch 4K, also Ultra-HD-Inhalte angekündigt. Die sollen wohl auch bald kommen, was dann allerdings natürlich etwas mehr kosten wird. Also die günstigste Version fängt jetzt quasi monatlich bei 5 Euro an. Da hat man dann zuvor 30 Tage kostenlos dabei und 10 Stunden Aufnahmespeicher in der Cloud. Genau, und je nachdem geht es dann hoch bis 15 Euro, glaube ich. Genau. Stand hier. Ja, genau. Genau, in der Pressemitteilung. Ja. Mhm. 50 Sender mit 50 Stunden Speicher. Sehr schön. Hast du gut studiert. Und ja, ich finde, ich meine, wir werden es wahrscheinlich nochmal intensiver testen und also, dann. Wir planen da schon jetzt einen großen Bericht in dem nächsten Video, wo wir das auseinandernehmen, das Ganze. Genau. Ja, und dann waren wir eben nicht nur unterwegs, sondern wir hatten auch noch sehr prominenten Besuch. Und zwar quasi aus Hollywood. Der Harold Faltermeier war bei uns. Viele werden ihn kennen, also er ist Musikproduzent und Komponist. Und ich denke, einige von euch kennen die Beverly Hills Cops zum Beispiel oder Top Gun. Genau, die produziert wurden, bevor du geboren wurdest. Aber sogar ich kenne sie. Aber also. Ein Klassiker der 80er. Absolut. Auf jeden Fall. Und die bekannten Melodien daraus, die stammen eben von Harold Faltermeier. Und er hat mit uns ein bisschen gesprochen, mit dem Andreas genauer gesagt. Andreas hat ihn interviewt zu seinen größten Werken und seinem aktuellen Buch. Er hat eine Biografie herausgebracht und berichtet auch zu seiner neuesten Arbeit, Musical, das sich das Oktoberfest nennt. Sehr aktuelles Thema. Ja. Und genau, das seht ihr auch nächste Woche auf unserer Homepage. Komplettes Video unbedingt ansehen. Das ist sehr spannend und sehr unterhaltsam. Genau, und dann haben wir jetzt eigentlich bildtechnisch einiges besprochen. Fehlt noch Thema Sound. Und da packen wir jetzt was Neues aus. Und zwar diesmal ein größeres Paket von der Firma Teufel. Es handelt sich jetzt, also hier haben wir jetzt nur den Standlautsprecher mit dabei, aber wir testen das neue Home Theater 500 System 5.1. Dann schauen wir mal, was da Schönes drinnen ist. Müssen wir vorsichtig sein. Das Theater 500 System von Teufel gibt es ja schon ein bisschen länger. Und jetzt wurde eben zum einen das Design und eben auch die Technik nochmal überarbeitet. Und es kamen auch neue Surround-Speaker dazu. Und das Set testen wir eben in der nächsten Ausgabe. Insgesamt wird dann die Variante mit Subwoofer, Center und 2 Surround- und 2 Front-Speaker 1.700 Euro kosten. Die beiden gibt es als Pärchen für 900. Und genau, ich würde sagen, hier ist schon mal ganz gut verpackt. Kann eigentlich relativ wenig passieren. Mhm. Haben wir dann noch die Anleitung dazu. So. Und dann. Da haben wir noch. Sollen wir zuerst die Box oder zuerst das Kind? Vielleicht ist es ja auch einfach ein leerer Karton zum Füllen. Das ist natürlich auch spannend, aber ja, man hört gar nichts, also vielleicht. Genau.
zusammen, nein. Nein, tatsächlich sind die auch mit der Gitter genau einzeln verpackt. Die werden dann, genau, hier magnetisch auf die Lautsprecher draufgesetzt. Oder man lässt es eben ohne, wie man das optisch bevorzugt. Ja, ganz normal, schön textilbespannt. Dann schauen wir mal, wie wir es rauskriegen. Tatsächlich kann man das relativ leicht damit. Ja. So. Jetzt bei dir. Was ist das? Jetzt die Frage, was ist bei dir oben und unten? Sein, glaube ich, oder? Wollen wir mal hoffen, dass hier oben ist. Schon mal gut aus, die Teufelaufschrift leuchtet richtig, richtig rum durch. Genau. Und dann. Oh, ist das spannend. Das Geheimnis quasi wird jetzt gelüftet. Da. So. Ja. Hier steht sie. Wir haben es mit einer Drei-Wege-Box zu tun. Man sieht hier auch ein bisschen den Hochtöner, wie es auch schon bei der vorherigen Theater 500 Standbox der Fall war, ein bisschen nach innen versetzt. Und dass eben quasi Hochtöner, Mitteltöner und Bass alle von der Frequenz her gleich beim Hörer ankommen. Und ja, ich würde sagen, es ist hier sehr schön verarbeitet. Oder was sagst du? Mhm. Wenn man jetzt, genau, erster Hörtest. Ja, nee. Genau. Ja, ja. So kann man schon ein bisschen so die Resonanz des Gehäuses abchecken. Ja. Dann, genau, und hier können wir vielleicht dann noch einmal vormachen, ob das funktioniert. Ja, hebt gut, magnetisch. Und, ja. Ja, und ich würde sagen, das war's schon für heute. Wir wünschen euch noch ein schönes letztes Wiesnwochenende, ein schönes langes Wochenende und sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin und danke Roland für deinen Besuch. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Die Video Tech Night wurde Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel.